Hallihallo und willkommen zum heutigen Video. Heute haben wir, wie im Titel beschrieben, den Silberpirlo. Und ja, einfach mal ein Spieler, vielleicht von dem nicht jeder erwartet, dass es dazu eine schöne Silbervariante gibt, natürlich, die sich auch zu lohnen zeigt. Und das ist einer, den ihr vielleicht ja schon in diesem Squad-Battle hier gesehen habt. Wer den Squad-Battle von hier noch nicht gesehen hat, kann sich den gerne angucken, auf meinem Kanal zu finden. Wir spielen heute also mit Francesco Lodi, 1984 geboren, 55 Tempo, 67 Schuss, 84 Passen, 73 Dribbling, 63 Defensive und 74 Physical, nee, 66 Physical. 3 Sterne Skillmoves, 3 Sterne Weakfoot, Mittel Arbeitsrate, 1,83 groß und Linksfuß. Ja, ich denke mal, die Ähnlichkeiten zu Pirlo sind schnell gefunden. Er ist relativ langsam. Selbst gilt für Pirlo. Er hat einen richtig krassen Passwert, vor allem für einen Silberspieler, ähnlich wie Pirlo. Er ist zwar größer als Pirlo und auch kräftiger als Pirlo, aber dafür kommen wir dann gleich wieder selbe Position natürlich, ZDM und ZM. Pirlo, freies Spezialist, Pirlo, lange Pässe, Pirlo. Und dann natürlich das vielleicht Wichtigste, was auch auf Pirlo zutrifft, abgesehen von diesem sehr, sehr hohen Passwert, dem eher niedrigen Tempo, sind diese Spezialitäten von ihm Freistöße. Ich glaube, ich habe keinen besseren Silber. Ja, soll ich es wirklich so ansagen? Ich weiß es noch nicht ganz. Ich habe ein paar gute gehabt. Aber er ist bestimmt in den Top 3 besten Silberfreistoßschützen, die ich dieses Jahr bisher getestet habe oder irgendwie in Teams hatte. Da gab es noch ein, zwei gute überall. Mal in den Teams, aber Lodi ist schon einer, der wirklich locker erster oder zweitbeste Silberfreistoßschütze ist, den ich dieses Jahr getestet habe. Ihr habt, wie gesagt, die Dings schnell gefunden, die Ähnlichkeiten zu einem Pirlo. Er hat einen phänomenalen Schuss, vor allem Freistöße, auch sein normaler Schuss, ist alles andere als übel. Er hat ein sehr, sehr krasses Passspiel, immer sehr genau, vor allem für den Silberspieler macht das doch sehr Spaß, weil die Pässe bei Silberspielern ab und an mal doch sehr ungenau sind, ne? Dann macht Lodi das Ganze hier dann doch deutlich besser und dann noch natürlich auch mal hier erstmal der Longshot, bam! Geiles Ding, geiles Ding. Er kostet euch nur 400-500 Münzen und das ist wirklich schon eine Ansage bei so einem krassen Spieler. Ich glaube, die meisten sind einfach von diesem 55 Tempo abgeschreckt. Aber er ist relativ groß, er ist relativ stark am Ball, gegen den Mann insgesamt. Und auf der defensiven Mittelfeldposition macht dieses relativ geringe Tempo in meinen Augen, ja, alles andere als viel aus. Hier nochmal hier so ein Pass von Lodi, wunderschönes Ding. Eine wird die Baller dann gestoppt und es gibt rote Karte. Ich dachte, das kann man auch mal reintun. Wie gesagt, die 55 Tempo sind überhaupt nicht ausschlaggebend bei ihm. Er kommt mir auch relativ schneller vor, also hoher 60er Bereich, vielleicht sogar wie so ein 70er, wie so ein Verteidiger halt, so ein normaler 70 Tempo Verteidiger, so fühlt sich Lodi eher vom Tempo an. Keinenfalls die 55, aber es kann mir auch nur so vorkommen. Er ist nicht wirklich schnell, klar, ihr werdet da kein Sprintduell gegen gegen Aubameyang gewinnen, aber das müsst ihr auch gar nicht mit ihm. Dafür habt ihr andere Spieler auf anderen Positionen. Lodi ist der Mann für jegliche Standards, auch hohen Elfmeterwert, Freistoßwert ist überragend. Ecken könnt ihr mit ihm treten, auch wenn ich ihn persönlich eher dahinter in die Mitte stellen würde. Oder ja, weil er relativ groß ist mit 1,83 und auch zur Not aus der Distanz schießen kann, wie ihr ein, zwei Mal hier in diesem Video schon gesehen habt. Ansonsten natürlich auch ein Top-Vorbereiter und alles das, was ein Maestro wie Andrea Pirlo also auch mitbringt, würde ich mal behaupten. Und von daher haben wir hier wohl die Silber-Variante von Pirlo gefunden. Zwar Linksfuß im Gegensatz zu Pirlo, aber ich denke mal, man muss auch nicht hier alles 1:1 an Werten haben. Wenn ihr noch weiter solche Videos sehen wollt von irgendwelchen bestimmten Spielern, ich habe schon oft mal gelesen, dass ihr gesagt habt, ja, das sehen wir gerne, aber versucht mal nicht Spieler zu machen, die jeder weiß, so wie Arroyo für Ronaldo oder so. Ich werde mal gucken, was ich insgesamt dann so finde. Sollte schon relativ ähnlich sein. Aber wenn ihr sowas weitersehen wollt, lasst mich wissen. Bewerten bitte nicht vergessen. Und ansonsten erstmal wünsche ich schon mal euch eine frohe Weihnachten. Ich weiß nicht, ob noch ein Video vor Weihnachten kommen wird. Ich denke mal schon, spätestens an Weihnachten sollte ich es hoffentlich schaffen. Aber wenn nicht, frohe Weihnachten, Leute. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und ich würde sagen, bis dahin, Leute. Tschüss.